gemacht haben. Wir nutzen Virtual Reality ganz klassisch. Wir nehmen 360 Grad Panoramabilder auf, bevorzugen hier ein Gerät unseres Partnerunternehmens Ricoh, die Ricoh Theta. Falls Sie die noch nicht gesehen haben, ich stelle sie jetzt erstmal vor. Sie können sie da hinten auch noch mal in Ruhe anschauen. Und wir haben eine Software entwickelt, um diese Bilder dann zu einem Rundgang zusammenzusetzen. Und dass das alles mich ein bisschen kurz fassen muss, weil ich nur einen kleinen Zeitraum habe, habe ich ein Video vorbereitet. Da kann man mal sehen, wie der Use Case eigentlich aussieht. Das heißt, wir reden jetzt von dem Immobilienbereich. Der Immobilienmakler kann durch Virtual Reality Leads generieren. Er hat ein ganz, ganz neues Marketing-System. Und ich möchte halt nur mal auf unsere technischen Features eingehen. Das heißt, ich fange an bei der Erstellung dieser 360-Grad-Bilder, also diesem Content, diesen einfachen Aufbau. Würde dann Ihnen den Support erklären, wie können wir den Makler auch supporten durch Virtual Reality. Das heißt, Leads werden generiert, weil Interessenten in diesen Touren sind und sich dafür interessieren. Und dann noch so ein paar Sachen, die wir noch gemacht haben, zum Beispiel so ein Showroom. Das heißt, dort in so einem Virtual Reality-Raum können sich Interessenten sammeln und können dann über eine Chat-Funktion auch betreut werden von dem Makler. Und daraus, aus diesen Leads können natürlich wieder Kunden entstehen. Und zum Schluss zeige ich Ihnen noch, dass wir auf Basis dieser Bilddaten eine reale Vermessung aufgebaut haben. Das heißt, auch Interessenten in der Zukunft können schon sich so ein bisschen in die Immobilie hinein denken, können anfangen zu planen und einfach die, ich sag mal, die leichteste Frage stellen: Passt der Schrank ins Schlafzimmer? Um mal die Software ganz schnell in 5 Minuten zu zeigen, habe ich mal so ein etwas, ja, ein Extended Video eigentlich mitgebracht, und da gehen wir mal eben kurz auf die einzelnen Features an. Und dann erkläre ich Ihnen das nochmal in Ruhe. Okay. Mitgebracht habe, aber ist es vielleicht ganz schön, ich kann das dann halt vielleicht auch erklären. Im Endeffekt sind die Interessenten da, wo sie eigentlich ihre Immobilie suchen, bei ImmoScout als Beispiel. Und jetzt neu ist halt Virtual Die Reality neue in diesen Portalen mit Wohnimmobilie von drin. zu Hause aus zu besichtigen, das erwarten Kunden heute. Das heißt, man kann sich die Immobilie schon vorher anschauen, man kann sich mehrere Immobilien angucken und sozusagen das Ganze erleben. Wie das Ganze funktioniert, ist, dass ich sag mal, die Maklerin ja, mit Stativ und einer 360-Grad-Panoramakamera, der Ricoh Theta, durch die Immobilien geht. Sie stellt sie auf in der Mitte eines Raumes und kann dann mittels einer App, die wir dafür entwickelt haben, mit einem Knopfdruck dieses Panoramabild auslösen. Ist super einfach, weil gerade diese Kompaktkameras, die jetzt 360-Grad-Bilder machen können, das ganz einfach bringen. Wenn die Maklerin diese Bilder hat, geht sie in jeden einzelnen Raum nochmal, macht eigentlich im Durchschnitt ein Bild von jedem Raum, kann diese ganzen Bilder dann selektieren und von der App dann direkt auf unseren Server hochladen. Das heißt, wenn die Bilder hochgeladen sind, werden Sie im nächsten Schritt, dann kommen wir in diese Bearbeitungsphase. Eigentlich dann kommen wir erst ins Spiel, unsere Software. Das heißt, wir haben ein Panorama-Content-Management-System, wo man halt eine Tour erstellen kann. Man gibt die allgemeinen Informationen ein, das heißt, wie heißt die Tour, welcher Ansprechpartner liegt hinter der Tour und kann kontaktiert werden. Wir haben ein bisschen Musik uns rausgesucht, und man kann natürlich auch einstellen, ob das Ganze Virtual Reality fähig ist.
Also ob man das mit Brillen sehen kann, ob man das sharen kann, natürlich über die sozialen Medien. Und dann hat man weitere Einstellungen, das heißt, die Bilder hochladen braucht man hier nicht mehr. Die laufen ja direkt von der App in die Software. Man kann ganz einfach, es ist wie eine ganz einfache Drag-and-Drop-Software gemacht, dass man hier einfach reinschreiben kann, man kann die Bilder benennen. Dann kann man hier, ist natürlich wegen Datenschutzbestimmungen auch, können gewisse Bereiche verpixelt werden. Das ist zum Beispiel draußen wichtig bei Kfz-Schildern und natürlich auch bei Gesichtern, aber auch bei wichtigen Gemälden. Man kann die Reihenfolge bestimmen, einen Grundrissplan hochladen und dann auch hier ganz einfach per Drag and Drop die Positionspunkte ziehen, wo ja auch die Aufnahme entstanden ist, damit der Betrachter auch weiß, wo er sich in dieser Immobilie befindet. Jetzt kommen wir eigentlich zu diesem interessanten Punkt, wie kann man die einzelnen 360-Grad-Bilder zu einer 360-Grad-Tour verbinden. Man kann auch hier per Drag and Drop einfach diese, Sie kennen das, es sind so Bubbles, so Icons, die man in die Luft ziehen kann. Wir haben auch Pfeile, da haben wir eine Auswahl auch. Das heißt, man zieht das einfach hinein. Es öffnet sich ein neues Vorschlagfenster. Welches Bild wollen Sie miteinander verbinden? Man kann es hier einfach auswählen. Ich möchte den Flur mit dem Badezimmer verbinden. Und die Blickrichtung bestimmen und das Ganze dann halt natürlich abspeichern. Und dann hat man eigentlich einen 360-Grad-Rundgang auch online. Ja, man muss das so sehen, sie schicken ja auch nicht Videos, 200 Megabyte Videos über, per E-Mail weiter, sondern sie laden die Videos hoch, zum Beispiel bei YouTube und schicken ihren Interessenten oder ihren Kollegen dann einfach diesen Link. Bei uns ist es genauso zu verstehen, das heißt, Benutzer können hier ganz einfach 360-Grad-Touren aufbauen, bekommen einen Link, den können sie dann teilen, den können sie einbetten, und natürlich einen QR-Code daraus basteln und das Ganze dann veröffentlichen und teilen. Ja, die Vorteile beim Makler sind einfach nicht nur die bessere Abstoßquote, sondern auch einfach weniger Besichtigungen, weil es gibt wirklich diesen Besichtigungstourismus. Das heißt, ich sag mal, ein Pärchen, anstatt Sonntagnachmittag in den Wald spazieren zu gehen, gehen sie ganz gerne durch Immobilien. Gucken sich was an, obwohl sie überhaupt nicht die Kaufkraft haben. Für den Makler ist das natürlich Stress, weil der hat mehrere Termine. Und von 20 Terminen kann er daraus nur 3 machen. Genau, das ist dieses Video. War auch mal ganz nett, das mal wieder so zu sprechen und nicht immer daneben zu stehen und zuzugucken. Jetzt zeige ich Ihnen noch diese 3 Features, die ganz cool sind. Was meinen wir mit Support? Ich sag mal so, die Makler haben jetzt dieses System, haben ihre Immobilien jetzt online, man kann sie alle besichtigen. Sie sind bei ImmoScout, ImmoWelt, IVD24 und weitere Portale. Aber das Problem ist jetzt, es laufen 1000 Leute durch die Immobilien und sie haben kein Lead generiert. Deswegen haben wir ein System, wir nennen das Zugriffsbeschränkung. Das heißt, man kann hier oben bestimmen, welche Bilder dürfen öffentlich betrachtet werden und ab wann muss man sich anmelden, damit man Leads generiert. Hier haben wir ein Beispiel, was ich hier mal aufgenommen habe, ist der Interessent sagt, wow, interessante Wohnung, gucke ich mir an, aber der Makler muss natürlich auch davon profitieren, um den Interessenten auf dem Bildschirm zu haben. Das heißt, er kann durch den Flur gehen, aber sobald er ins Badezimmer geht, ins Schlafzimmer möchte, in diese wichtigen Punkte, muss er sich registrieren, kostenlos registrieren. So hat der Makler natürlich auch wirklich Kunden mit richtigem Kaufinteresse. Und durch Datenbankabgleich gehen diese gesamten Kundendaten sofort in die Systeme des Maklers rein. Das ist sozusagen, wir nennen das bei uns ja, das ist der Support, wir supporten damit unsere Kunden. Das nächste, was wir entwickelt haben, ist auf einem großen Wunsch, weil Virtual Reality oder 360-Grad Panoramabilder, die muss man ja auch drehen. Und es gibt viele, ja, ich sag mal auch ältere Leute, die iPads haben, aber die es gar nicht verstehen, dass man sich da auch drehen kann. Sondern die denken einfach nur, oh, das ist einfach nur ein Bildausschnitt. Wir gerade hier wissen, wir würden mit dem Finger sofort anfangen, irgendwas zu drehen. Deswegen
kam der Vorschlag, wir brauchen ein System, wo wir den Kunden abholen quasi. Wir schicken den einen Link, der loggt sich ein, der ist in der Tour drin. Und dann rufe ich den Kunden an und gehe mit ihm zusammen durch. Wir haben das hier Showroom mal genannt, damit wir dem ganzen Kind auch einen Namen geben. Im Endeffekt heißt das, dass man geführte Online-Besichtigungen zusammen mit dem Makler machen kann. Die Technik, die dahinter steckt, ist folgende. Auch wir im Vertrieb müssen natürlich unseren Kunden zeigen, was haben wir für einen Benefit. Das heißt, wir bauen per Teamviewer oder Zoom eine Verbindung auf zwischen zwei Computern. Sie kennen mit Sicherheit Teamviewer, Fernwartung. Und das Problem dabei ist, dass bei dem Kunden, natürlich der ganze Bildschirm muss hier übertragen werden, kommt bei dem Kunden natürlich eine sehr, sehr schlechte Qualität an. Und er fragt, ruckeln Ihre Touren eigentlich so oder ist es ein bisschen verschwommen? Deswegen mussten wir dieses Konzept neu entwickeln, damit wir nicht mehr große Datenströme haben zwischen zwei Rechnern. Und zwar haben wir hier in diesem Showroom das System so entwickelt, dass der Makler einem Interessenten, zum Beispiel mir, jetzt morgen um 12 Uhr sagt, Sie haben eine Online-Besichtigung morgen mit mir. Wie, keine Hausbesichtigung? Nein. Sie bekommen gleich eine Einladungs-E-Mail von mir und morgen um 12 Uhr loggen Sie sich da ein und sind in der 360-Grad-Tour. Der Interessent macht das dann, kann sich aber nicht in dieser 360-Grad-Tour bewegen. Erst, wenn der Makler selber online geht. Wir sehen hier oben links in der Ecke, das ist sozusagen das Dashboard, und sehen, wer ist denn von meinen Interessenten schon online. Das heißt, wenn er einen online hat, kann er das 360-Grad-Bild bewegen und bei den Interessenten bewegt sich das mit. Was dabei neu ist, ist, dass die Smartphones zum Beispiel sich den Content vom Server holen und der Rechner vor Ort beim Makler sich sozusagen den gesamten Panorama-Content vom Server holt. Und das Einzige, was wir zwischen diesen Geräten synchronisieren, sind eigentlich nur die Bewegungen. Und dadurch schafft es der Makler, mit insgesamt über 1000 Leuten gleichzeitig auf der gesamten Welt eine geführte Online-Besichtigung zu starten. In Amerika wird das Ganze so genutzt, dass man schon diesen Link gar nicht mehr jemand persönlich einlädt, sondern man hat seine Zeiten zwischen 14 bis 18 Uhr, können Sie sich in dieser 360-Grad-Tour bewegen und über die Chat-Funktion können Sie Fragen stellen. Mitarbeiterin, der Broker, filtern dann Interessenten raus, schicken diese potenziellen Interessenten den Broker, der macht den Termin und hat dann den Kaufabschluss. So, und zu guter Letzt, was auch noch sehr cool ist und auch ein USP von uns, ich hoffe weltweit, erstmal, vorerst, das geht immer relativ schnell, dass da irgendwas nachentwickelt wird, weil es ist auch gar kein Hokuspokus, gerade hier, ich will nicht wissen, was gestern Nacht alles hier noch entwickelt wurde, haben wir eine Vermessung gemacht. Wir haben die Stativ entwickelt, ist auch ein Ricoh-Stativ jetzt geworden und dieses Stativ hat eigentlich nur eine Besonderheit. Es ist 1,50 Meter hoch und es ist genormt, weil das ist nämlich für uns wichtig, weil wir in diesem System die Höhe jetzt vom Boden bis hin zur Kameralinse haben und dadurch durch einen Algorithmus ja, live vermessen können. Das heißt, der Makler kann jetzt alle seine Touren mit Vermessungsfunktionen versehen und die Interessenten, selbstverständlich können sich auch viele denken, dass wenn eine Kaufentscheidung schon gefallen ist, gerade die Damenwelt öfter noch nachts, abends in den Touren rumsurft, plant, möbliert schon und durch dieses Feature lassen sich kleine Fragen stellen, passt dieser Schrank zum Beispiel ins Schlafzimmer? Das ist unser System, was wir aufgebaut haben, eigentlich eine Cloud-Version für den Immobilienbereich. Wird mittlerweile nicht nur für den Immobilienbereich genutzt, sondern auch von Fotografen, die das für Restaurants aufbauen und für Erlebniswelten, weil auch unsere Software sehr, sehr einfach ist. Man muss da halt nicht viel bedenken, man kann es sehr, sehr schnell zusammenbauen. Ja, das war unsere Art Virtual Reality in die Immobilienbranche zu integrieren, daraus ein Geschäftsmodell zu machen und wenn es am Jahre sogar gut läuft, verdienen wir damit sogar Geld. Das zweite Thema, was ich heute mal anreißen möchte, was auch sehr, sehr wirklich interessant ist, unser Unternehmen, also ich bin nicht so lange in diesem Unternehmen, das gibt es schon seit 10 Jahren und war auch der Zeit sehr, sehr, sehr weit voraus. Wir freuen uns jetzt, dass Virtual Reality endlich ein Hype
erlebt, denn 360-Grad-Bilder gibt es schon sehr, sehr lange. Wir bauen Virtual Reality ja, als Earling-System für die Industrie. Warum? Ja, weil, stellen Sie sich vor, Mercedes, Förderband, und dieses Förderband muss 24 Stunden laufen. Wenn dort irgendwas falsch läuft, läuft die gesamte Produktion nicht. Das heißt, diese gesamte Produktion könnte viel ausmachen. Das Förderband könnte 800 Meter lang sein. Deswegen lernen wir im realen Umfeld. Wir nehmen diese Position auf, 360-Grad-Bild. Natürlich jetzt hier nicht mit der Ricoteta, sondern dafür haben wir ein anderes System, was eigentlich auch von unserem Partnerunternehmen Dr. Klaus eine Weltneuheit ist. Es vereinfacht viel, weil man hier mit 500 Megapixeln arbeiten kann und das vollautomatisch. Ich lasse das mal laufen, weil das ganz cool aussieht. Ich will es jetzt hier nicht unbedingt in die Mitte stellen, obwohl ich kann es mal hier so in die Mitte stellen. Können Sie sich das nochmal anschauen. Das ist das eigentlich das erste System, wo man wirklich auch ganz einfach mit einem Knopfdruck diese 360-Grad-Bilder machen kann. Ein vollautomatisierter 360-Grad-Panoramakopf mit integrierter Spiegelreflexkamera oder beziehungsweise mit einer sehr, sehr hochwertigen Kamera, das komplett vollautomatisch 58 Positionen abfährt, 7 Belichtungsbilder macht und automatisch das 360-Grad-Bild zusammenstitcht. Und darum geht es ja. Man hat weniger Arbeit danach. Wir bauen halt diese hochwertigen Bilder auf. Mercedes zum Beispiel, Förderbandposition wird ein 360-Grad-Bild aufgenommen, damit ich in meinem realen Umfeld lernen kann. Das ist nämlich wichtig, denn die Mitarbeiter, die müssen sich wiedererkennen. Es bringt nichts, wenn sie ein 800 Seiten Handbuch lesen und sagen, ja, ich habe es verstanden, sondern sie sind dann in ihrem Arbeitsumfeld. Diese Schulungsprogramme sind sehr flexibel. Das heißt, wenn wir sie einmal aufgebaut haben, können die Mitarbeiter, die E-Learning-Leiter zum Beispiel,